Schönen guten Tag. Wunderbar, dass ihr wieder dabei seid. ja. Und ich habe gerade etwas gemacht, was man mir gesagt hat, was ich niemals machen dürfte. Und zwar den Verkäufer in einem Satz unterbrechen. Aber ging nun mal nicht anders. Der Fahrt war vorbei und ja. Ja, die Medaillen, das kriegen wir alles noch hin. Verkaufen wir erstmal irgendwie ein bisschen was, weil, naja. Blendgranaten, eine brauche ich nachher noch für den Steinbruch. Aber Brandgranaten. Is that all, stranger? Ich benutze das sowieso so selten, dass mir eine von jedem reicht. Machen wir das mal so. So, Barsch. Hier seht ihr, diesen riesigen Barsch können wir für 2300 verkaufen. Stellt Gesundheit vollständig wieder her. Ist zwar auch ganz nett, aber der nimmt mir zu viel Platz weg. Und deswegen, tschüss. Spinell, haben wir auch schon wieder 5 Stück. Meine Güte. Und der Rubin, 1000 wert. Ah. Ja. So, das behalten wir. Das ist nämlich noch nicht vollständig. Und wir haben eine ganze Menge Geld angehäuft. Was verkauft er? Die TMP mit Schulterstützen natürlich. Raketenwerfer verkauft er was immer. Aber, naja, ne? Brauchen wir nicht. Und könnten wir auch, glaube ich, noch gar nicht in unser Inventar kriegen. Das ist viel zu klein. Ja, also, TMP hat einige Vor- und einige Nachteile. Der Vorteil ist, man findet vergleichsweise viel Munition dafür. Ist manchmal ganz nützlich, wenn, wenn die Gegner zu viel werden, um die Gegner im Prinzip auf Distanz zu halten und auch um später, wenn die Las Plagas aus deren Körpern entweichen, die kaputt zu kriegen, wenn man mal keine Blendgranate hat, ist die echt ganz nett. Das Problem ist, ich habe ja jetzt schon so Platzprobleme. Ja? Und das ist eben das Problem, was ich jetzt ein bisschen habe. Oh, die Schulterstütze, ja, ein Fail. Wobei ich glaube, dass wir bald den größeren Koffer kriegen. Aber ich weiß es nicht. Helf mir doch mal. wisst ihr was? Wir beißen uns erstmal ohne TMP durch. Oder? Oder doch nicht? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich nie entscheiden, was angeht. Es war hier, behalt deinen Scheiß. Ich kämpfe mich erstmal so durch. Tunen kann man hier nämlich nur die TMP und was wir nicht haben, können wir nicht tunen. Deswegen werde ich jetzt mal hier wieder ein bisschen ordnen, eben schnell. Wenigstens ein bisschen Ordnung hier schaffen. Also wir könnten die TMP schon platzmäßig irgendwo unterbringen. Aber, richtig nützlich wird die uns erst... würde die erst werden, wenn die Las Plagas aufkreuzen. Da das noch nicht der Fall ist, brauchen wir sie auch, glaube ich, noch nicht. Ist doch viel spannender, wenn ich kaum Waffen und Munition habe und mich irgendwie durchboxen muss. Doch viel lustiger, oder? Findet ihr nicht auch? Ja, ich finde schon. Zum Teil. Manchmal regt es mich auch auf. Aber wir wollen ja auch ein paar Sachen noch mitnehmen, die wir finden. Deswegen belassen wir das Ganze so. Ich werde mal eben... Nein, keine Sorge, ich will ihn nicht kaputt schießen. Ich wollte meine Waffen nachladen. So, da oben meine Speichermaschine. Wieso sage ich das immer? Schreibmaschine brauchen wir aber jetzt noch nicht benutzen. Wir gehen direkt weiter. Ganz vorsichtig. Denn es wartet noch ein Schatz auf uns. Soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Ach ja. Genau. Schatz ist gut. Ja doch, Schatz schon. Aber das Wichtigste, die Medaillen. Und Gegner. Ganz viele Gegner. Ja, schöne Kirche, schöner Friedhof. Alles ganz schön. Hier sind auch eine Menge Krähen. Auf die zu ballern, werde ich mir jetzt einfach mal sparen. Die droppen meistens nur Geld. Und davon haben wir momentan noch recht viel. Für den Anfang. Deswegen werde ich mich erstmal auf die Medaillen und die Typen hier konzentrieren, die hier rumrennen. Na? Na? Ich krieg's nicht gebacken, ey. Sind zu weit weg. Ich renne mal hier lang. Ich weiß, hier ist eine Olle. Auf den Boden mit dir! Treffe ich die denn kaum?
Seht ihr, hier haben wir nämlich noch ein paar Sachen. Das wollen wir doch immer schön mitnehmen und immer schön nachladen bei so einem kleinen Magazin. Da ist noch einer. Ich mache den mal auf mich aufmerksam, indem ich die Medaille abschieße. Vielleicht auch noch die. Oh, treffe ich die? Nee, ist zu schräg. Na, dann rennen wir mal. Das ist nur einer, oder? Du sollst auf den Boden fallen. Okay. Na, eine Blendgranate. Eine Blendgranate. Splendid Granate. Moment. Here's another one for us. Na komm. Gut. Die nächsten sind, glaube ich. Ja. Da hinten irgendwo. Und ich sehe wieder ein weiteres Vogelnest, in dem, glaube ich, eine Brandgranate liegt. Agarillo! Agarillo, holy shit, ein Dynamit, Junge! Auf Dynamit habe ich jetzt aber gar keine Lust. Ja, jetzt wirft er natürlich erst! Jetzt wirft er natürlich erst! Holy shit, wie hat mir das keinen Schaden gemacht? Das war direkt neben mir. Rennen die mir eigentlich mit dem Dynamit hinterher? Das kommt immer nur so vor. Ja, das war ein Fail. Das war echt ein Fail. Richtig Fail. Mann, ey, wie die mich aufregen. Mit ihrem Kackdynamit. Hier. Explodiert das irgendwann mal? Na. Gerade sagen. So, jetzt habe ich gerade leider unsere letzten Barsch verbraucht. Aber, wir leben immerhin noch. Ganz knapp. Das hätte uns auch direkt killen können beim ersten Mal. Ja, ist alles nicht so einfach, ne? Mit der TMP zum Beispiel hätte ich jetzt auch... ich will nicht sagen, das ist meine eigene Schuld. Man lag da gerade Munition irgendwie drauf? Ne, sah nur so aus. Naja, was soll's, ne? Man kann doch nicht alles haben, oder? Ey. Ich hab schon so Munitionsknappheit. Oh, ich hatte aber recht mit der Brandgranate. Hatte schon eine gute Erinnerung. Weißt du? So. Die paar Patronis müssen wir leider opfern. Auch ein süßes Wort, oder? Patronis. La la la. Hunnigan, it's Leon. The door's locked. I can't get in. Didn't they teach you how to pick locks at the academy? There's some sort of indentation, like something might fit inside. Well, there's no use standing around. Leon, you have to find some way or something to get inside. Was uns gleich zu dem ersten etwas schwierigeren Spielabschnitt führt. Bevor ich mich grusel. Wow. Dynamit oder war das nur ein komischer Soundeffekt? Nein, Dynamit! Oh oh. Ich treffe irgendwie nie. Okay, das war der schon mal. Holy shit! Keine Munition mehr. Fall mal bitte hin, Olle. Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte drop was. Hure. Okay, drei Gewehrmunition, ja. Die kann ich gut gebrauchen, nachdem, was ich da alle verballert habe. So, sehr schweres Rätsel. Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Ich weiß nur noch, welche Zahl man eingeben muss. So. Nein, ich habe es mir nicht vorher aufgeschrieben. Ich wusste es einfach noch. So. Das Katzenauge, das kommt natürlich in diese wunderschöne Krug. Und das letzte Katzenauge weiß ich auch, wo das ist. Das finde ich natürlich sehr schön. Bei meinem ersten Durchspielen, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es gefunden hatte. Ich war mir nicht mehr sicher. Ach, scheiße, jetzt hätte ich fast was vergessen. Und zwar so. Hier oben ist dann das komische Medaille, ne?
wenn ich die treffe. Na komm schon, na komm schon, na komm schon. Kleines, dickes, du kleines. So, geht doch. Apropos, meine Pistolenmunition wird knapp. Ich könnte mal wieder neue finden. Das heißt knapp 50 Schuss. Ja, weiß ich. So, und die letzten Medaillen sind hier unten. Verabschiede dich. Danke. Ja! Ab mit dir ins Wasser, Alter. 13? Da könnte ich auch das Scharfschützengewehr für nehmen. Vielleicht treffe ich auch so. 14. Reloading! Und 15 erreicht man, glaube ich, wenn man hier rüberspringt und dann sich umdreht. Jupp, da ist er. Oh, komm schon, das Ding ist direkt vor dir, du triffst nicht. Also, was heißt du? Ich treffe nicht. Und hier ist die erste Schlange. Das weiß ich noch. So. Hühnerei. Lieber zweimal zuhauen. Na. Und eine weitere Notiz. Schließen der Kirche. Was die beiden Flüchtlinge anbelangt, ist die Ergreifung von Louis wichtiger als dieses Amerikaners. Was Louis uns gestohlen hat, ist wichtiger als das Mädchen. Wenn wir es nicht wiederfinden, Mädchen für uns wertlos. Wir brauchen das Ding für unsere Pläne. Wenn es in die falschen Hände gerät, hätte das für die Welt andere als die vom Lord erwünschten Folgen. Das darf nicht geschehen. Trotzdem lassen wir das Mädchen nicht frei. Damit der Ami sie nicht findet, habe ich die Tür der Kirche, wo sie gefangen ist, verschlossen. Jeder, der in die Kirche gehen möchte, braucht Lord Saddlers Erlaubnis. Beim See ist ein Schlüssel, aber der ist sicher, seit Delago von unserem Lord geweckt wurde. Niemand kehrt lebend vom See zurück. Außerdem fließt unser Blut durch die Adern des Amerikaners. Früher oder später wird er einer von uns. Und dann sucht niemand mehr nach dem Mädchen. Ja, ja, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Ich glaube auf jeden Fall, dass ich alle Medaillen gefunden habe. Jupp, das waren alle. Und das bedeutet, wir können jetzt zum Händler. Ah, Stranger, I have a special price for you. Oder sowas ähnliches hat er. Ich glaube, er sagt nicht mal was, es steht da einfach nur. Und dann geht's los. Dann werden wir uns in Richtung See begeben. Zu Delago, dem Schweinehund. Und ich laufe falsch. Wuhu! Ja. Temple Masters Orientierungssinn for the win. Und hier ist noch ein scheiß Nest, was ich übersehen habe. Mit was ziemlich nützlichem. Jawohl, fünf Patronen und da oben ist noch ein Nest. Holy shit! Was geht hier ab? Warum sehe ich die denn alle nicht? Mit einer Grenade. Wie sieht denn unser Inventar aus? Ja. Schon noch Platz, gell? Schon wieder Blendgranaten. Na gut, bald können wir es auch brauchen. Und hier die Heilung. Das ist ganz wichtig. Das brauchen wir alles. So. Jetzt gehen wir noch zum Händler. Holen uns unseren Spezialpreis, den wir sofort wieder verkaufen. Ja, weil ich diese Waffe mehr als dämlich finde. Oder, was heißt dämlich, aber unnötig. Die erste Pistole ist zwar schlechter, meistens. Welcome. Wir kriegen aber schon wesentlich bald eine viel, viel bessere. Gut gemacht, wie ich sehe, hast du genügend Medaillen getroffen. Jetzt hol die versprochene Pistole auf dem Kaufbildschirm. Mach dir um Geld keine Sorgen, das geht aufs Haus. What are you buying? Punisher, jawohl. Tja. Ist schon geil. Wir kaufen sie. Thank you. Um sie dann wieder zu verkaufen. Und zwar für immerhin 10.000. Ah, I'll buy it at a high price. Dämlich! So. Thank you. Der Rest sieht ganz gut aus. Obwohl, nee, Quatsch. Ich hatte ja gesagt, nur eine von allen. Okay. Soweit ich das jetzt richtig überblicke, haben wir alles. Oh, okay, wir haben alles. Vor allen Dingen haben wir den Part mal wieder abgeschlossen. Gut, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann.